Ja, das Farbverdünner in Gehirn. Das ist sehr effektiv. Beim Widerstand scheint sich ja einiges geändert zu haben. Danke. Das war kein Kompliment. Hier ist alles so organisiert, langweilig, pupsig, dröge. Nun, das liegt wohl daran, dass wir den Organon aus Porta Fisco vertrieben haben. Wir haben neues Equipment, neue Befehlsstrukturen. Wie bitte? Ich verstehe dich so schlecht. Dein mechanischer Bart rauscht. Du hast jetzt also einen neuen Therapeuten. Ja. Und er ist wirklich gut. Ich habe zum Beispiel nicht mehr diesen wiederkehrenden Albtraum, in dem mich das Gnu verfolgt, während sich um mich herum die Wände auflösen, bis schließlich das ganze Haus über mir zusammenstürzt. Ja, das war ein denkwürdiger Tag. Und du musst zugeben, dass die Pforte danach tatsächlich nie wieder gequietscht hat. Alter Rufus, ganz ehrlich. Wie kannst du nur so ruhig dasitzen? Die Welt geht unter. Heißt das, du hast keinen deiner berühmten Pläne mehr auf Lager? Natürlich habe ich einen Plan. Aber dafür brauche ich, naja, Hilfe? ein Mindestmaß an Unterstützung. Immerhin bin ich es, der euch hier die breitgesessenen Hinterteile rettet. Nun, vielen Dank dafür. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Oder leicht entflammbar ist. Oder gelb. Ach, weißt du was? Fass am besten gar nichts an. Komm schon. Tod dem Organon und so. Ich weiß, du meinst es gut, aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan, wenn du uns helfen willst. Okay. Ich weiß schon, wie ich die alte Toni aus der Reserve locken kann. Gib dir keine Mühe. Du solltest mich wirklich besser kennen. Ich habe mir noch nie Mühe gegeben. Rufus schafft es, Toni so auf die Spitze zu treiben, dass sie ausflippt. Das schwöre ich. Weißt du noch, wie ich die Urne deiner Großmutter als Puddingtopf verwendet habe? Ich bin mir sicher, du hattest deine Gründe. Ja, aber die Sache ist die: Das war gar kein Pudding. Das ist doch mal endlich eine plausible Antwort auf die Frage, woher dieser Geruch kam. Danke für diese Oh, Offenbarung. ihihihihi. Weißt du noch, wie ich Mr. Wuffel das Fliegen beibringen wollte? Ja, das weiß ich noch. Und ich entschuldige mich, falls ich damals unangemessen reagiert habe. Ich hatte weder meine Fäuste noch den Schlagring unter Kontrolle. Ja, aber das Beste weißt du ja noch gar nicht. Eine Woche später hat es doch noch geklappt. Und die Geschichte, dass Mr. Wuffel von einem abstürzenden Wetterballon getroffen wurde, stimmt auch nur zur Hälfte. Was? So eine Erleichterung. Dann war meine Reaktion ja doch vollkommen angemessen. Weißt du noch, wie ich deine Mutter heimlich auf dem Klo Ah, fotografiert habe? Ja, aber ich habe nie verstanden, warum. Weil ich dir nie erzählt habe, dass ich die Fotos dem alten Schmierlappen Bob verkauft habe. Ich musste natürlich noch einen Schlüpfer drauflegen, um mir das dicke Album leisten zu können. Du bist so ein Hallodri. Immer wieder für eine Überraschung gut. Ich bin von den Toten wieder auferstanden. Glückwunsch. Erschreckt dich das denn gar nicht? Ach, Rufus, du hast dich so oft selbst in die Luft gesprengt. Angezündet, zersägt, von Büffelstampeden zertrampeln lassen. Da musst du schon mit einem neuen Trick aufwarten, um mich zu verblüffen. Mich gibt es jetzt dreimal. Okay, das ist wirklich besorgniserregend, wenn es nicht so vollkommen absurd wäre. Aber es stimmt. Ich habe mich geklont. Und ich glaube, wir hätten das gemerkt. Am Ascheregen oder ähnlichem. Mich gibt es wirklich dreimal. Langweilig. Ach, ich geb's auf. Wirklich? Erinnere mich daran, dass ich meinem Therapeuten einen Obstkorb schicke. Ich glaube, ich gebe dir keinen. Komm schon, Ton. Und ich sehe. Das ist noch nicht vorbei. Was ist noch nicht vorbei? Na gut, es ist vorbei. Aber ich komme wieder. Keine Eile. Okay. Toni, wir kriegen dich noch. Wenn ich jetzt eine Facecam hätte, würde ich jetzt so zeigen, dass ich. Kennt ihr diesen Blick, wenn man so seine Finger auf die zwei Augen legt und dann so auf die Person so zeigt, so. Weißt du, so.
Ich muss mir demnächst eine Facecam anschaffen. Ach, jetzt habe ich nicht mit der Eulen geredet. Habe ich mit der Eulen geredet? Ich glaube ja. Hey, Lotti, kannst du jetzt zum Tor kommen, um mich zu identifizieren? Nein, das geht jetzt nicht. Doch, das geht. Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist. Ja, aber so, ich sagte, nein. Doch, muss ich mal mit der so übelst anschreien. Lotti hat zwar jahrelang im Rathaus gearbeitet, aber sie ist trotzdem unbestechlich. Das scheint paradox. Aber vielleicht ist das so ähnlich wie mit Krankenhauskeimen. Lotti hat zwar ja das, aber vielleicht. Also okay, wir können ja wahrscheinlich gar nichts geben. Lotti, das, aber vielleicht ist. Unvermittelbar. Aber sie ist doch. Naja, weiß ich nicht sicher, was sie ist. Lotti hat das Schein, aber vielleicht ist. Okay, wir können ihm gar nichts bestechen. Lotti hat das, aber vielleicht. Nee. Also da können wir jetzt auch gar nichts machen. Wo der einfach mal. Lotti könnte einfach mal darüber rufen. Meine Abba. Huhu. Aufmachen. Ja? Das war jetzt lustig genug, Liebold. Lass mich rein. Hast du schon jemanden, der für dich birgt? Nein, aber... Dann kann ich dich entschuldigen. Und woher kennt der... Dann müssen wir zum Stadtkern. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hab ja Sorgen. Was ist überhaupt mit dem Rufus hier? Können wir dem auch was geben? Nee, ne? Der sitzt hier immer noch. Nö, der sitzt hier noch fest. So ein Scheiß. Haben wir denn überhaupt schon alles erkundet? Ich weiß es ja nicht. Nee, hier geht's auch noch weiter. Ach gut, wir haben ja noch gar nicht alles erkundet. Meine Güte. Oh, was ist das denn? Du spinnst, Rolfi. Wieso denn? Nur weil ich entschieden habe, mich in Zukunft vegetarisch zu ernähren? Genau deshalb. Du bist nun mal ein Schleimmonster. Und Schleimmonster essen Kinder. Ich kann mich ändern. Ja. Das ziehst du niemals durch. Wie damals die Sache mit deinem Fernstudium. Wir werden ja sehen. Na dann, guten Appetit. Ich für meinen Teil hau mir jetzt ein paar Kinderärmchen auf den Grill. Mach das. Ich penne erstmal eine Runde. Versuch den Mund diesmal nicht so weit offen zu lassen. Am Ende schwimmen dir noch ein paar Kinder rein. Du mich auch. Okay. Auf welche Idee würden wir denn da kommen? Na, was sagt der Mensch dazu? Wenn das nicht der ideale Platz für ein gemütliches Nachtlager ist, dann weiß ich auch nicht. Sind Sie sicher? Na klar. Es ist windgeschützt, überdacht. Es bietet Sitzgelegenheiten. Was will man mehr? Nun ja, es wirkt irgendwie bedrohlich. Idchen Angst. Du sagst es, Gretchen. Wer garantiert uns, dass da keine gefährlichen Monster im Dunkeln lauern? Monster? Na, ihr seid ja vielleicht Idioten. Sowas wie Monster gibt es doch gar nicht. Außer natürlich diesem Rieseninsekt, das mich vorhin fast umgebracht hätte. Oh, ihr hättet mal seine Zähne sehen sollen. Und die Greifwerkzeuge. Und die langen Beine. Oh. Oh Gott, ich könnte mir jetzt noch in die Hose scheißen, wenn ich nur dran denke. Aber das war ja dort drüben. Irgendwo auf der anderen Seite dieser dunklen, weit auseinanderstehenden Rohre da. Was wollte ich doch gleich? Sie wollten uns erklären, warum das hier ein geeignetes Nachtlager ist. Ah, ja, das Nachtlager. Ja, also, das... Ist doch super, oder? Aber es ist dunkel und kalt. Boah, ey. Meckerkatze24.de. Ich... Mach mal hier... Ich hab hier den anderen Laptop, ne? Und... So bescheuert. Das ist so bescheuert. Das ist... Oh nein. Deponia hat wirklich die Domain Megakatze24.de gekauft und hat da ein Facebook-ähnliches Netzwerk draufgehauen. Ich finde das ja... Alter, nee. Geil. Jetzt setzt euch da hin!
So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber es ist dumm und kalt. Äppchen ab. Boah, Meckerkatz. Setz dich. Goldie. Hallo, Goal. So, aber es ist unkalt. Äppchen. Boah, Meckerkatz. Meckerkatze 24. Das ist schon geil mit Meckerkatze24.de. Das ist Hammer. Feier ich. Feier Schade, ich. Dass Strom nicht in lustigen Farben geliefert wird. Dann würde man immer gleich sehen, wenn welcher fließt. Und man müsste sich das nicht erst mühsam ertasten. Ja, das ist auch immer mein Problem. Das ist immer ein bisschen merkwürdig. Mal. Naja. Nee, die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Tja, das ist natürlich ein Problem, ne? Steckplatz, untere Steckdose. Da gehört eine oder wahlweise einer dieser praktischen Stromumkehrer, die in diesem Spiel bislang enttäuschend spärlich gesät sind. Wir werden Stromumkehrer finden. Kommen wir denn da hoch? Ah ja, hier. Okay, jetzt haben wir den Strom angeschaltet. Das ist natürlich super hier in der Nähe vom Wasser. Ist immer gut. Die steckt ein Wunder, die Dinge. Ja, Stromspitzen. Bisschen Wasser dran da machen oder sowas. Oder Wahl. Keine Schade, Ahnung. Schade, dass Strom, dann würde man immer, und man müsste sie. Schade, dass Strom, würde man müsste. Ja, da ist auf jeden Fall Strom drauf. Was ist hier los? Der Empfang hier unten ist ja wirklich unter aller Hirschkuh. Ich kann nicht mal erkennen, auf welches Tor die Weißen spielen. So ein Scheiß. Hey, hey. Und ohne sie abzubrechen. Das dürfte eine Premiere sein. Ja. Und was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Om, nom, 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 nom. Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Alter. Ich hau dir gleich die Antenne zwischen die Augen. Fernseher? Bloß, wenn wir hier... Vielleicht setzen wir einfach das Wasser unter Strom und dann wird's hier ganz warm und... Pff, weißt du, ne? Also, so langsam gehen mir aber auch die Ideen aus, mein Freund. So. Wo geht's denn hier noch lang? Zur Laterne. Zur Laterne. Hier können wir nichts mehr machen. Alter, die Kinder, ne? Die Kinder! Draußen ist so und ich hänge hier in der... Die Kinder! Die Kinder! Nein, okay. Meckerkatze24.de. Feier ich. Was zur Hölle? Aua. Alte Hexe. Nochmal. Aua. Wieso kommen da Raketen aus den Pilzen? Meine Güte. Aua. Ich habe ja noch gar nicht gesehen, die Pilze, meine Güte. Hier ist auch noch ein Pilz. Aua! Okay. Bringt uns aber nichts. Hallo nochmal. Ich muss gehen. Aber was war doch Moment? Ist das, wie gesagt, Gott zum. Nee. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen... Ah ja. Achievement. Geil. Geil. Hier müssen wir eigentlich rein, ne? Ach, hier können wir ja reingehen. Oi, Matey. Oi, Matey. Was soll denn das werden? Na, wonach sieht's denn aus? Ich gehe in den Pub. Mit deinen Stöpseln im Schlepptau? Bist du ungesund gefallen, oder was? Nein, die lasse ich doch draußen. Das sind nicht meine Stöpsel, ich muss doch bitten. Ja, das hat Paps auch immer gesagt. Und dann hat er Macy und mich vor der Kneipe angeleint. Und? Ja. Hat es euch geschadet?
Bei Macy weiß ich es nicht. Ihre Leine ist irgendwann gerissen. Oh. Da kommen wir also nicht rein. Das ist so irgendwie Mathe-Junkie, kann das sein? Ich würde auch mal sagen, ich muss mal die Folge beenden. Because. Wir haben schon ein paar Minuten jetzt über Länge, so ein bisschen. Aber naja. Eine Minute oder zwei Minuten? Ach, keine Ahnung. Irgendwie so. In der nächsten Folge müssen wir mal gucken. Ich bin mir gerade ein bisschen unschlüssig, was wir hier so weitermachen sollen. Falls ihr einen Tipp habt, schreibt das in die Kommentare. Ich lese das immer sehr gern. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Dann macht's gut. Auf Wiedersehen und ciao. Mit Au. Und Y. Ihr wisst Bescheid.